Die Sanix WTA Tour mit Electrolux und Suzuki Automobiles. See the originality. Herzlich willkommen zum Traumfinale hier aus Moskau beim Kremlin Club zwischen Martina Hingis und Anna Kournikova. Wir sind im allerersten Aufschlagspiel dieses Endspiels hier in der Olympiahalle. Sie haben also noch nicht allzu viel verpasst, sind genau rechtzeitig da. Und nach 40-15 für Martina Hingis nun der dritte Spielball zur ersten Führung. Alle haben es vor der Veranstaltung gehofft, gewagt, daran zu träumen, hat keiner so richtig geglaubt. Aber es ist soweit. Hingis gegen Kournikova. Was Schöneres kann man sich kaum vorstellen. Denn auf der einen Seite die Dame, die junge Dame, die alle irgendwie elektrisiert, polarisiert. Anna Kournikova aus Moskau gegen die Weltranglistenerste, gegen Martina Hingis. Es ist etwas ganz Besonderes für Anna Kournikova, denn sie spielt zum allerersten Mal in der Saison 2000 ein Finale, dann auch noch zu Hause, dann auch noch gegen die Weltranglisten-Erste. Na, wenn das nicht heute das Sahnehäubchen gibt. Und sie beginnt mit dem Break. Und das ist so richtig nach dem Geschmack der Zuschauer hier heute in der Olympiahalle. Gut gefüllt. Dieses Viertel, das hier hergerichtet worden ist in dieser gewaltigen Arena. 15.500 haben Platz. Sie sind nicht alle da. Das ist die Mama, Melanie Molitor von Martina Hingis, die Dame, die sie links gesehen haben. Nichts Ungewöhnliches. Ein Break in der Halle auf diesem recht schnellen Belag. Aber es wäre schön, wenn Kournikova Martina Hingis Paroli bieten könnte. Die beiden haben dies ja zweimal gegeneinander gespielt. Beide Male gewann Hingis. Und zwar einmal recht deutlich auf einem ähnlichen Belag zu Beginn der Saison in Tokio. Das war locker und leicht für die Schweizerin. Ja, da ist aber auch noch eine deutliche Spur von Nervosität zu sehen bei Kournikova. Auch bei diesem Ball. Ganz klar, sie hat noch nie in ihrer Karriere ein Turnier gewinnen können. Sorgt gleich wieder für klare Verhältnisse. Macht ihren ersten Punkt, nimmt Kournikova den Aufschlag ab. Ein besonderes Finale, nicht nur deshalb, weil hier die erste
die Weltranglisten-Erste gegen jemanden spielt, die aus Moskau kommt. Zudem spielen die beiden anschließend auch noch das Doppelfinale. Und zwar gewannen sie gestern das Halbfinale gegen Fusey und Tosia deutlich 6-3, 6-0 und müssen nach dem Herrenfinale, was hier anschließend kommt, auch noch Doppelfinale spielen gegen Julia La, Degugis und Ai Sugiyama. Da müssen sie sich wieder ergänzen, da müssen sie harmonieren. Jetzt geht es darum, für sich alleine zu kämpfen, zu spielen, sich diesen Titel zu holen. Das ist die Mama von Anna, Alla. Sie reist auch mit ihr. Hat schon manchen Trainer zur Verzweiflung und in die Flucht getrieben. Weil die dann alle gesagt haben, warum soll ich hier Trainer sein? Die weiß eh alles besser. Sehr stark gespielt. Die Vorhand, da hat sie mehr Zug als Hingis. Aber sie macht auch sehr viele Fehler damit. War manchmal zu ungeduldig. Und das ist das Schachspiel von Hingis. Breakball abgewehrt, das erste Ass von Martina Hingis und auch die erste Führung im Finale hier beim Kremlin Cup in Moskau. Und wir sind nach der Pause zurück. Live zurück mit dem zweiten Aufschlagspiel von Anna Konnikova, die in dieser Saison keine der Top 10 Spielerinnen geschlagen hat. Von den Top 5 sowieso nicht. Sechsmal das Halbfinale hat sie erreichen können. Bei ihr sieht das selbstverständlich ganz anders aus. Sie spielt ihr 11. Finale. 7 hat sie gewinnen können. Und sie wartet so sehnsüchtig auf den ersten Triumph. Klasse Ball, nicht einfach aus dieser Höhe ihn zu kontrollieren und auch so schnell zu machen. Und
Auch Kornikova bringt zum ersten Mal ihr Ausschlagspiel durch. Sie hat im Verlauf der Woche einen besseren Eindruck gemacht als Martina Hingis. Ist ohne Satzverlust in dieses Halbfinale gekommen. Gegen Svonareva, gegen Panova und gestern gegen Tosia, gegen die Titelverteidigerin. 6:2 und 6:1. Ein Riesenspiel der 19-Jährigen. Martina Hingis hatte unglaubliche Probleme mit Elena Dementjeva. Da musste sie über 3 gehen und im dritten 7:5. Auch gestern gegen Moris Mo lag sie schnell 1:5 hinten. Und dann dennoch in 2 zu gewinnen. Klasse! Also dieses Selbstvertrauen ist bei Kornikova spürbar, die sich etwas zutraut und sagt, hey, ich habe nichts zu verlieren. Und wenn sie diese Lockerheit weiterhin haben kann, dann hat sie auch eine Chance. Das ist ruhig, aufgebaut, doch mit Übersicht abgeschlossen. Erneut Breakball. Das sollte sie besser vorbereiten. Bislang ein gutes Finale zwischen Hingis und Kornikova. Hingis erneut wieder mit dem Breakball gegen sich, aber sie bleibt vorn. 3:2. Da sind wir zurück rechtzeitig mit dem Service von Kornikova. 2:3. Das ist zwar mutig und auch spektakulär, aber letztendlich macht Hingis den Punkt.
vorzüglich gespielt. Diese Rückhand hier öffnete das Feld. Zweiter Aufschlag, der ist bei beiden eine Schwachstelle. Fantastisches Tennis, was uns die beiden hier bieten. Weil die meisten Punkte sind herausgespielt und das ist doch, und das spricht für die Qualität dieser Begegnung. Drei beide, Konnikova kann erneut ausgleichen. Es ist erst ihr drittes Finale in ihrer Karriere. Sie hebt sich immer so eins pro Jahr auf. 98 in Miami, letztes Jahr Hilton Head. In diesem Jahr ist es Moskau. Von der Erfahrung her ist sie klar überlegen. Aber das muss nichts heißen. Der war auch hineingezittert. Netzberührung. Solche Möglichkeiten darf sich Konnikova nicht entgehen lassen, denn da hat sie beste Möglichkeiten, den Passierball zu spielen. Hingis 4-3 im ersten Vorn. Oh. 0-15 aus der Sicht der 19-Jährigen bei ihrem vierten Aufschlagspiel. Einmal hat sie es abgeben müssen. Das haben wir noch nicht gehabt. 0:30 war Aufschlag von Anna Konnikova. Und so schnell geht's dann. Drei leichte Fehler. Und Hingis mit der Möglichkeit, sich hier vorentscheidend im ersten Satz abzusetzen. Oh.
Ein Geschenk. Vier Fehler von Konnikova. Da braucht Hingis gar nicht viel machen. Die bekommt dieses Spiel geschenkt. 5-3 Führung, eigener Aufschlag. Das dürfte es fast gewesen sein. Ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben, aber die letzten 8 Punkte, die jetzt an Hingis gegangen sind, waren 7-mal der Fehler von Konnikova. Und es geht weiter. Und Hinge spielt das ganz clever in dieser Situation. Erneut zu 0. Und damit geht der erste Satz nach 28 Minuten an Martina Hingis. Das hatte sich nicht angedeutet, aber die fehlende Konstanz bei Konnikova gab den Ausschlag. Was bleibt festzuhalten aus diesem ersten Durchgang? Konnikova hat in vielen Situationen hervorragende Bälle gespielt, aber als es darauf ankam, weiterhin das Aufschlagspiel zu halten, hatte sie ihre Schwierigkeiten. Dieser Wunsch, endlich ein Turnier zu gewinnen, der ist so groß, dass dann der Spieler in bestimmten Situationen einfach verkrampft. Und sie hat ja nicht Woche für Woche diese Möglichkeit, ein Finale zu spielen. Ich habe es erwähnt, es ist erst ihr drittes in ihrer Karriere. Oh, das wäre fatal. Nicht nur für Anna Konnikova, sondern auch für den weiteren Verlauf. Ja, das spielt Hingis sehr, sehr clever. Sie, die ja zum ersten Mal hier in Moskau dabei ist, dann gleich im Finale. Dazu noch im Doppelfinale. Sie hat die letzten beiden Veranstaltungen gewonnen. Im Einzel und im Doppel. Zürich und Filderstadt. Also sie sagt auch selbst vor dieser Veranstaltung, sie fühle sich in der Form ihres Lebens. Sie habe selten so gut Tennis gespielt. Ein Beleg ist im Augenblick auch dieses Ergebnis. Weil viele hatten jedoch den Vorwurf gemacht, dass sie die Olympischen Spiele hat nicht gespielt. Sagte, das hätte meine komplette Turnierplanung jetzt im Herbst durcheinander gebracht. Oh.
Gut gelaufen und gut gespielt. Und das ist wichtig, auf solchen Bällen jetzt einfach nachzugehen und für sich selbst wieder ein Gefühl zu bekommen. Oh, ein Geschenk von Hingis. Die wähnte sich schon im Doppelfinale. Denn diesen Flugball, den konnte sie gar nicht ins Ausspielen. Steht einen Meter vor dem Netz und dann hier. Das kann sie dann in circa 2 Stunden so spielen. Dann an der Seite von Konnikova. Wenn ich solche Chancen bekomme, dann muss ich sie auch nutzen. Schade, da war die Möglichkeit da, Hingis den Aufschlag abzunehmen. Die behauptet sich aber und führt 2-0. Was ist nicht alles über sie geschrieben und gesagt worden, über Anna Konnikova? Das Schöne und das Biest oder ihre Zickigkeit oder dass sie den Konsum ungeniert genießt, sei es Klamotten, Schmuck, Männer, egal was. Aber davon lebt doch die Szene. Personen gibt, an denen man sich reiben kann. So langsam aber sicher muss sie sich in den Griff bekommen, denn sonst ist das hier gleich schnell vorbei. Hingis hat das gezeigt, wie das geht im Spiel gegen Květa Chytilová. 38 Minuten dauerte dieses Spiel. Na, das war was für die Galerie. Was hat eine englische Zeitung mal über sie geschrieben? Konnikova ist der beste russische Export seit Wodka. Ich weiß nicht wie, aber sie sollte es vermeiden, das Doppelbreak zu kassieren. Der zweite Doppelfehler in diesem Aufschlagspiel bringt das Doppelbreak für Martina Hingis und da bin ich mir so gut wie sicher, das lässt sich die Schweizerin nicht mehr nehmen und das wäre Titel Nummer 8 in dieser Saison.
3-0 die Führung, Hingis im zweiten. Auch den ersten hat die Schweizerin gewonnen. Es müsste schon ein kleines Wunder passieren, wenn es doch noch zum ersten Triumph für Konnikova reichen sollte. Donnerwetter. Ähnliches haben wir ja bei Hingis erlebt im Spiel gegen Dementieva. Sie völlig von der Rolle war nach ca. 30 Minuten, dem Hingis 8-0 führte. Ging dann auf einmal eine Dreiviertelstunde lang fast gar nichts mehr zusammen. Konnikova macht ihr erstes Spiel. Und das ist doppelt wichtig, weil sie dabei Hingis den Aufschlag abnimmt. Jetzt war wieder die Sicherheit da, die gute Aufteilung. Eins, drei. Aber Hingis, das ist deutlich zu spüren, entscheidet, was hier passiert. Wenn sie das Tempo anzieht, wie gerade gesehen, macht sie den Punkt, lässt sie es ein bisschen schlüren. Dann ist Konnikova da und macht ihr erstes Spiel. Ich glaube, das ist doch das Erschreckende, was Konnikova selbst feststellt, dass sie grundsätzlich überhaupt keine Chance hat, nur dann, wenn Hingis einen schlechten Tag erwischt. Klasse! Ich hab's gesagt, sie macht, was sie will, Martina Hingis, und nimmt sofort Konnikova wieder den Aufschlag ab und führt 4-1 im zweiten. Hat sie eine Chance? Ich glaube nein. Das wird Martina Hingis souverän nach Hause spielen und sich damit den ersten Titel hier in Moskau holen. Und für Konnikova wird die Jagd weitergehen nach einem Triumph. Das sind die kühnsten Optimisten, die noch daran glauben. Dass die Russin hier gewinnen kann. Ihr fehlen einfach die technischen Voraussetzungen, um einer Hingis richtig Paroli bieten zu können. Thank you.
Der gefällt mir besser. Sie gibt fast durchgehend Anweisungen, Sie haben es vielleicht gerade bemerken können. Mutter aller. Heute ganz in Schwarz gekleidet mit ihrem Lebensgefährten, Melanie Molitor. 5-1. Naja, abschenken sollte sie das jetzt nicht hier. Anna Konnikova, wie du sagen, sie ist eine Lolita, ein Vamp, eine Diva, vielleicht auch eine Göre, möglicherweise auch ein Tennister. Auf die Betrachtungsweise an. Das ist alles zu gut. Nicht wiederzuerkennen im Vergleich zum Spiel gegen Dementieva. Auch gestern gegen Moris Mo, wo sie in der ersten halben Stunde ja fast gar nicht auf dem Platz war. Da wurde sie von Moris Mo auseinandergespielt. Der Titel geht an Martina Hingis mit 6:3 und 6:1 standesgemäß. Sie kann lächeln und die beiden werden in circa 2 Stunden hier wieder auf dem Platz stehen und dann das Doppelfinale spielen müssen gegen Julia Ladegigis und Ai Sugiyama. Es ist der 8. Triumph von Martina Hingis im 11. Finale. Der 3. in Folge nach Zürich und Filderstadt nun auch in Moskau. Grandios und sie kann das Gleiche auch im Doppel schaffen. Eine Riesensaison für die Weltranglistenerste Martina Hingis. Sie schraubt damit ihre Bilanz in diesem Jahr auf 70:9. 70 gewonnene Spiele, 9 Niederlagen. Davon 2-mal gegen Davenport, 2-mal gegen Venus und 1-mal gegen Serena. Eine unglaubliche Bilanz. Sie hat weniger direkte Punkte gemacht, aber schauen Sie sich mal die letzte Zahl an. Nur 11 leichte Fehler im Vergleich zu 43. Und da wissen wir auch, wovon sie gelebt hat. Aber das ist ja die Kunst, so spielen zu können. Und darum wird sie auch immer als die beste Schachspielerin bezeichnet. Ja, und das ist die freundschaftliche Geschichte zwischen diesen beiden. Da wird nicht lange Frust geschoben, sondern da wird schon wieder gelacht, geflaxt. Und das ist ein herrliches Bild, denn die beiden spielen gleich noch Doppel. Und Konnikova wird sich dort zusammenreißen, damit man auch diesen Titel sich holt. Doppelkonkurrenzen hat sie reichlich gewonnen. Auch an der Seite gerade von Martina Hingis, da hat sie viel lernen, viel mitbekommen können. Im Einzel reicht es leider noch nicht. Es war ihr 3. Finale nach 98 Miami, letztes Jahr Hilton Head Island. Und jetzt in 2000 das 1. in Europa, zudem zu Hause hier in Moskau. Das ist ein feiner Erfolg für die 19-Jährige. Und sie sollte sich nicht weiter grämen. Sie sollte sich vielleicht an Fabrice Santoro erinnern, der hat, glaube ich, in seinem 160. Turnier erst den Titel gewonnen. Ähnlich der Landsmann Cedric Pioline, der zuvor 8-9 Mal ein Finale verlor, bevor es endlich mal klappte. Sie ist noch so jung, sie kann noch so viel erleben, so viel erreichen. Wenngleich sich die Gemüter natürlich scheiden. Wie heißt es doch so schön, die Schöne und das Biest? Eine Zirkusinszenierung, die eigentlich weitergehen kann. Und wie hat mal ein Kollege
gesagt, der Automat Davenport kloppt sich mit dem Smarty Hingis und den Ghetto Kids Williams Sisters um die Tenniskrone und das Glamour Girl Anna zeigt, in welcher Runde der Fight ist. Also diese Inszenierung kann weitergehen und wir inszenieren ab 18.15 Uhr Ihnen das Finale aus Basel mit meinem Kollegen Jürgen Höttger. Federer, der Junge, der in Basel geboren, genauer gesagt in Münchenstein geboren worden ist, gegen Thomas Enqvist. Ein Riesenfinale, das Sie nicht verpassen sollten. Ich bedanke mich aus Moskau bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis die Tage. We'll be right back.